Hallo und schönen guten Tag, herzlich willkommen zu meinem 505. Video. Heute geht es Spiralen 2, nicht Polarkoordinaten 2, sondern Spiralen 2, um Kurvengleichungen. Die braucht man ebenfalls, um Spiralen darstellen zu können. Und da hole ich ein bisschen aus, das geht relativ schnell, ist auch ziemlich einfach. In der Schule kennt man ja f von x gleich x Quadrat oder y gleich x Quadrat. Das ist eine Funktionsgleichung und zwar Funktionsgleichung deshalb, weil es zu einem x-Wert höchstens einen y-Wert geben darf. Sonst ist es keine Funktion, höchstens einen y-Wert. Ja? Ich kann solch eine Funktionsgleichung, wenn ich die nach y hin aufgelöst schreibe oder nach f von x, spricht man auch von einer explizit gegebenen Funktionsgleichung. Das ist das, was man aus der Schule kennt. Etwas schwieriger wird das bei x Quadrat plus y Quadrat gleich 1. Ihr seht, das ist ebenfalls eine Gleichung, die nicht nach y hin aufgelöst ist. Deshalb spricht man erstmal von einer implizit gegebenen Gleichung. Und es ist auch keine Funktion, sondern weil es nämlich, ist ja der Kreis um den Mittelpunkt 0, 0 mit Radius 1, weil es nämlich zu einem x-Wert zwei verschiedene y-Werte gibt, spricht man hier von einer Relation. Das ist also eine implizit gegebene Relationsgleichung. Der Nachteil hiervon sowieso und hiervon ist, dass man damit nur eine sehr beschränkte Anzahl von Linien im Koordinatensystem darstellen kann. Schon das Auflösen solch einer Relationsgleichung nach y ist nicht zu verachten. Denn ich mache das einmal, y ist ja dann Quadrat ist gleich 1 minus x Quadrat, dann muss ich noch die Wurzel ziehen und habe keine Äquivalenzumformung. Und um das zu behalten, sonst gehen ja Lösungen verloren, muss ich also schreiben y gleich plus minus Wurzel als 1 minus x Quadrat. Und ihr seht, das ist schon eine schwierige Darstellung, äußerst unangenehm, ja. Wenn man also da nicht gut rechnen kann, dann hat man schon keine Chance, das Ding nach y aufzulösen. Also das ist eine sehr eingeschränkte Art, um Linien im Koordinatensystem darzustellen. Das hier ist schon besser, aber nicht nach y aufgelöst. Und dann gibt es eine dritte Möglichkeit, die ist so, das ist so fast das Ei des Kolumbus. Man nennt das eine Parameterdarstellung und ist nicht zu verwechseln mit den Parameteraufgaben aus der Oberstufe. Also zum Beispiel yc ist gleich c mal x Quadrat oder fc von x gleich c mal x Quadrat. Man nennt das hier einen Parameter und das ist eine Parameteraufgabe, sage ich mal. Hat nichts, absolut nichts zu tun mit einer Parameterdarstellung. Man sagt jetzt auch nicht mehr von Funktion oder von Relation, sondern man beschränkt sich ganz allgemein auf den Ausdruck Kurven. Habe ich hier unten, mache ich gleich noch eine Bemerkung zu. Wie geht das? Total einfach. Wenn ich so eine explizite Funktionsgleichung habe, y gleich x Quadrat, dann kriege ich die Parameterdarstellung, indem ich den Punkt einfach in jedem, ich beschreibe jeden Punkt dieses Graphen, Klammer auf, setze für x nicht x ein, sondern t, und der y-Wert ist ja das Quadrat vom x-Wert, also t, t-Quadrat. Das ist eine Parameterdarstellung der Parabel. Man kann auch schreiben p von t gleich t, t-Quadrat. Es gibt noch ganz viele andere Interpretationsmöglichkeiten. Diejenigen, die analytische Geometrie kennen, wissen, dass das im Prinzip, was ich hier aufgeschrieben habe, eine vektorielle Darstellung ist. Aber das lassen wir jetzt alles erstmal weg. Ja? Wie kriege ich dann den Graphen? Ganz einfach. Ich gebe mir beliebige t's vor und rechne dann den y-Wert aus. Dann kriege ich zum Beispiel 0, 0 raus, 0, 0, 1, 1, 2, 4, minus 5, 25, minus 3, plus 9 und so weiter. Alle Punkte dieser Parabel. Bei dem Kreis ist das schon einfacher. Ihr alle wisst, für den Kreis gilt ja Sinusquadrat plus Cosinusquadrat gleich 1. Man nimmt bei den Parameterdarstellungen immer den Buchstaben t, also Sinus t² plus Cosinus t² gleich 1. Und wenn man dann aufschreibt Cosinus t, Sinus t, und t ist aus 0, 2 Pi. Wie kommt man da drauf? Indem man das umrechnet, da sage ich gleich noch was zu. Dann kriegt man hier kann ich jetzt auch wieder ein p vorschreiben oder ich schreibe gar nichts vor oder ich schreibe p von t gleich oder ich schreibe p gleich, das ist völlig egal.
Ihr seht, das ist, diese Darstellung hier ist viel vorteilhafter als die hier. Auch die hier ist relativ einfacher. Da fehlen also diese Symbole, da stehen also jetzt nicht zwei Unbekannte oder was mit Klammern, sondern da stehen einfach nur Punkte. Zu so einer Parameterdarstellung gibt es im Prinzip noch ganz viel zu sagen. Das hier ist eine besonders einfache Parameterdarstellung. Wäre die erste Bemerkung, wo an der ersten Stelle das T steht. Ihr seht, an die erste Stelle kann man aber auch wieder ja quasi eine Funktion von T schreiben. Ich kann da Cosinus T hinschreiben oder irgendwas anderes. Wie das umgerechnet wird, da möchte ich jetzt einmal nichts zu sagen. Das mache ich etwas später, weil ich dieses Thema nochmal aufgreife, wenn es um Kurven und Flächen im zwei- oder dreidimensionalen geht. Das hatte ich auch noch vor, das dauert aber noch ein bisschen. Das ist das Erste. Was muss ich noch sagen? Nö, das reicht eigentlich. Parameterdarstellung von Kurven. Okay. Ach, Kurve wollte ich noch sagen. Warum sage ich hier nicht mehr Funktion? Auch der Funktionsbegriff, dazu mache ich auch noch eine Bemerkung. Eine Funktion ist ja zu einem x-Wert höchstens einen y-Wert. Also sowas zum Beispiel. Ja. Eine Relation ist schon anspruchsvoller. Ein Kreis. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel Spiralen, das möchte ich ja machen, möchte ja was über Spiralen erzählen, ich mache mal so eine Spirale. Die ist hübsch, ja, oder ich mache mal so eine Herzkurve. Ja, oder ich mache so ein Ellipsenei und dann lege ich hier so zwei Schleifen rein. Sowas, das sind so, ihr seht schon, wenn ich das jetzt in so ein Koordinaten, so ein kartesisches Koordinatensystem packen würde, kann sich jeder vorstellen, dass da wahnsinnig komplizierte Gleichungen rauskommen. Da muss man nicht was anderes einfallen lassen. Deshalb lässt man das weg und man greift also einmal zu Polarkoordinaten, damit geht das viel schöner, viel einfacher. Und man nimmt diese Parameterdarstellung, das also so als Vorgriff. Ja, und im nächsten Video geht es dann mit Spiralen endgültig los. Im Folgenden werden immer Polarkoordinaten benutzt, Schreibweise wie bei GeoGebra. Ich schreibe das immer als Punkt mit einem Semikolon. Ich benutze GeoGebra, weil man damit wunderbar Spiralen darstellen kann. Man kann auch Polarkoordinaten bei GeoGebra machen. Allerdings muss man dann hier, ist ganz wichtig, ein Semikolon schreiben, dann interpretiert GeoGebra solch eine Punktschreibweise sofort als Polarkoordinaten. Das zeige ich dann im nächsten Video. Wer da Spaß dran hat, nimmt mich bis dahin ins Abo, damit ihr das Video nicht versäumt. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.